Komplettest Stellar Blade. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Aber sieht zumindest interessant aus. Beim automatischen? Ja, das ist eine Demo. Aber schön, dass dir das gefällt. Das ist doch schon mal gut. Ich bin mal gespannt. Übertrage finales Briefing. Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Kapseln in Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe ein bisschen Gameplay gesehen, dachte, das könnte interessant sein. Mehr weiß ich nicht. Es kommt am 26. April. So, wenn die Dinger gespeechert sind. Erst das hier, dann glaube ich das hier und dann das, was wir eben gesehen haben. Die Collector Edition fühlt sich einfach gut an, im Schrank zu haben. Also getroffen. Luke geöffnet. Verdammt. Komm schon. Geh auf. Taki. Eve, geht es dir gut? Immer. Deadass. Aber kein. Wollte schon sagen, aber keine Brustphysik. Ich habe mich getäuscht. Ich weiß nicht, ob. Auf jeden Fall. Hier
Flank zum Treffen. Du nimmst die linke, ich die rechte Flanke. Wie ich sehe, kannst du noch kämpfen. Immer. Wohin geht's? Der Rendezvous-Punkt ist bei 2 Uhr, 400 Meter vor uns. Erinnert mich so ein bisschen an, auch von der Musik her, so ein bisschen an das war knapp. Nier Automata. Hier lang. Vorsicht beim Springen. Nein! 2 Brüste weniger. Wird die Beta-Energie aufgeladen? Alles in Ordnung? Mein Körpergerüst. Nimm das. Das wird dich heilen. Danke dir. Erstmal in den Arsch geschoben. Das ist ein Zäpfchen. Da sind noch mehr. Gefällt mir bis jetzt das Spiel. Da ist er. Das ist der Treffpunkt. Ich finde aber so lange Haare ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu extrem. Vorsicht vor Gartners Beschuss. Au! Fuck! Heilige Scheiße. Sie, da frage ich jetzt mal nicht. Spätestens wenn das Spiel auf dem PC rauskommt, gibt es einen Nacktmod. Wetten? Das war knapp. Deadass, deadass. Los, komm! Ist das ein Alpha Nativa? Mach dich bereit. Oh nein, die ganzen Mädels! Sie hätten ruhig ein paar mehr überleben können mit mir zusammen. Eve. Eve, jetzt reiß dich zusammen. Das sind bestimmt auch nur Androiden. Also, keine falschen Gedanken. Hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Diese Absätze einfach. Beziehungsweise die Sohlen sahen ein bisschen aus wie Hufe von Pferden.
Au! Au! Willst du mich verarschen? Ja gut, die Atemgeräusche muss man jetzt nicht unbedingt ins... Aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Wir müssen das Versorgungslager finden. Ja, Jigglyboops. Warte, Eve. Ich höre etwas. Eve! Eve, bist du verletzt? Dark Phoenix. Nein. Natürlich mit Brüsten. Hierher, Freundchen. Du kriegst es mit mir zu tun. Das war irgendwie klar. Eve. Verschwinde von hier. Taki! Okay. Ich dachte, das wäre schon mit der Demo. 16 GB runtergeladen für Cutscene. Diese Ruhe. Ja, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Es gibt Männer! Der Alternative ist hier. Das überrascht mich. Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Feigling. Es ist so abwechselnd. Es ist bestimmt so ein Voyeur, der eigentlich nichts macht, außer mit der... Kannst sagen, was du willst, aber die Absätze sehen aus, als hätten sie aus der Dame einen Gaul gemacht. Das hier muss Eidos Heaven sein. Ja, hier wurde der letzte Kampf der Zivilisation ausgetragen. Das war einmal eine gigantische Stadt. Mit nackten Statuen. Es erinnert mich tatsächlich extrem an Nier Automata. Vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das
also reden? Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Die Landschaft hat sich kürzlich verändert. Steinschläge, pass auf! Da kommt etwas. Das sind krebsartige Feinde. Die kommen hier überall. Super, Bereich gesichert. Die Legion, die im letzten Krieg gefallen ist. Zugangscode Rora. Okay. Da ist ein verschlüsselter Code auf dem Stick. Ein Sicherheitscode. Eine Art Eintrittskarte. Kann ich da nichts einsammeln? Die Haare. Ich hätte mich da schon längst selbst erwürgt damit. Gib den Code mal ein. Zeichen für Alpha. Es klappt. Das liegt am instabilen Untergrund. Man gewöhnt sich dran. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Ja, kann man. Mir fehlt so ein bisschen Auto-Aim. Ein Lager der Legion. Hier. Lager ist ein Ort, an dem du deinen Fortschritt speichern kannst. Mit einer Münze. Fähigkeitseinstellung. Überleben. Okay. Aktiviert perfekte Ausweichen. Im genau richtigen Moment aktiviert perfektes Ausweichen. Lass dich von... Ja, die Frage ist wie. Ich krieg nach einem Angriff einen komplett aus Drücke Dreieck nach einem erfolgreich perfekten Ausweichen. Oh. Alles gut. Ab jetzt musst du wirklich aufpassen, Eve. Er hat uns also gerettet. Das hat er doch nur dem Selbsterhalttrieb gemacht. Oh.
Also mit dem Ausweichen kannst du vergessen. Dabei? Sie ist von der Legion. Kompatibilität sollte kein Problem sein. Sieh zu, dass du alles mitnimmst. Ah, das muss ich manuell aufheben. Kann ich eigentlich schwimmen? Pass auf. Siehst du die Strömung? Wenn du stürzt, war's das. Ja. Das hat sich soeben selbst beantwortet. Lass mich raten, es stürzt ein, sobald ich hier runter springe. Fuck. Hä? Also das perfekte Abweichen, die braucht zu lange, um zum... Die brauchen meinen Augen ein wenig zu lange. Brauche ein bisschen zu lange, um dieses Blocken hinzukriegen. Die Bewegung ist ein bisschen zu umständlich. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Au! Ende April am 24. Alter Schwede. April, also in 20 Tagen. Steuerung ist ein bisschen zu unknackig. Aber daran kann man sich gewöhnen. Ah, wir haben da so viel. Ich muss unbedingt im Mai, muss ich extrem viel Urlaub nehmen. Mindestens mal 2 Wochen, Justin. Weil wir haben so viele Spiele offen. Scan.
Sind die anderen Städte auch so kaputt? Na, die hier sieht noch vergleichsweise gut aus. Nach dem Untergang der Kolonien waren viele Städte nur noch Staub. Okay. Merken wir uns mal. Oh. Warte mal, da ist eine Fusionszelle. Mach die Motorhaube auf. Fusionszelle? Das sind Hochleistungsakkus. Dank ihnen gibt es auf der Erde noch Licht. Oh, also das Vorgängermodell der Ewigkeitszelle. Verlier sie bloß nicht. Sie ist nämlich sehr wertvoll. Oh, du Hurensohn! Habe ich mich erschreckt. Alter, bleib mit diesem scheiß Tentakelmonster von meiner Süßen weg. Ich habe ein Problem. Ich habe nämlich keine Tränke mehr. Also ich werde es wahrscheinlich nicht auf normal spielen. Nope. Also ein Gegner und ein Mensch. Der nächste Gegner killt mich doch auf jeden Fall. Eine Falle. Fuck. Das ist so blöd. Der Typ macht auch nichts, ne? Thank you.
Ja, man kann es übertreiben. Es bringt halt nichts, dieses Fass in die Luft zu jagen, wenn es halt irgendwie kein Damage an den Gegnern macht. Oder der Radius sehr klein ist. Das Kampfsystem fühlt sich noch nicht so geil an. Da wird sich aber nichts ändern. Woher kommt... Wer wirft denn mit... Was? Das kann doch nicht sein. Dass die da einfach irgendwelche Steine oder Reagenzgläser nach mir werfen und das genug Damage macht, mich zu töten. Fuck. Mami! Wohin jetzt? Hier lang. Man kann hier noch Markierungen der Legion erkennen. Das Ausweichen ist für den Arsch, Leute. Die braucht einfach viel zu viel Körperbewegung zum Ausweichen. Oh, schade. No. Hier war ich schon. Jahrzehnte sind vergangen, seitdem die Nutty Boss auftauchen und die Menschheit zwang, zur Kolonie aufzubrechen. Angeblich sollen die Landetrupps hinabsteigen, um den Rest der Menschheit zu retten, aber bisher kam niemand. Wir können so nicht weitermachen. Ich kann so nicht weitermachen. Eidos 7, stille Straße, Apotheke. Die Memory Stick ist noch der Sicherheitscode. Und eine Nachricht.
Scan fertig. Ich glaube nicht, dass es die Tür ist. So lange zum zum Ach, schade. Deadass. Musik gefällt mir tatsächlich als Hintergrundmusik. Ich finde die auch, könnte ein bisschen agiler ausweichen. Sieht halt gut aus, aber dauert halt viel zu lange. Ah, ich kann schwimmen, okay. Ich kann sogar tauchen. Ah, okay. Er hatte eben gesagt, siehst du die Strömung? Oh, ich muss diese Bretter verschieben. Ach Mädel, du sollst... Ja, jetzt. Oh, Rastpunkt, Gott sei Dank. Angriff. Können also Skills auch trainieren. Das ist gar nicht so schlecht.
Okay. Ah, unsere Tränke regenerieren sich auch. Das ist schon mal gut. Ja, genau. So. Wir müssen durch das Gebäude. Leg die Fusionszelle mal da ein. Fanservice aktiviert. Eine Bibliothek. Sind die Kästen an der Wand Speichergeräte? Ja, sie können nur 1 Megabyte an Daten speichern. Was für eine Verschwendung. 1 Megabyte. Geil. Ist tief. Er wird schwer zu überwinden sein. Wir müssen darüber, durch das Parkhaus. Au! Alter Schwede. Er hat mir aber echt einen Bitchslap verpasst. Kann das nicht einschalten, dass ich das alles automatisch einsammle? Warte mal. Das ist eine bombensichere Tür. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Oh. Okay, das ist cool. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ganz gut soweit. Ich muss mich nur an das Träger ausweichen, ein bisschen der ist nicht ganz so fix, wie ich das von Nier Automata gewohnt bin. An so einem Ort. Ein Versorgungslager? Was ist das? Das ist ein Lager von Landetruppeinheiten, die vor uns hier waren. Hm. Es scheint seit längerem verlassen zu sein. Wieso sollte man gerade hier ein Lager errichten? Naja. So ein Versorgungslager ist eine wichtige Basis. Aber wieso in einem Parkhaus? Das könnte auch bedeuten, dass es hier gefährlich ist. So oder so, dieser Ort könnte nützlich für uns sein. Lager beinhalten immer mehr Geräte als gewöhnliche Lager. Nutze die Reparaturkonsole, um Waffen zu verstärken. Die Nutzungsanzahl des Wiederaufladen-Tricks ist... okay.
Kann man mal machen. Warte mal. Man kann mehrere Charakter spielen, so wie das sie. Es ist möglich, mehr als nur die Eve zu spielen. Das gefällt mir. Okay, Schnellreise geht übers Telefon. Finde ich cool. Stech nur dein komisches Gefühl. Das haben wir doch schon. Ja, da gibt es einiges zu lernen. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, das könnte mir gefallen, wenn man es meistert. Ausruhen muss ich mich jetzt nicht zwingend. Ist aber nice to know. Fuck! Das ist eine riesige Stachelfotze. Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Adam, bleib zurück! Alter. Das Problem ist, wenn du eine Gewatsch kriegst, dann hat die halt diese Trefferanimation, diese halt ein bisschen stun. Und dann kannst du nicht rechtzeitig nach einer Kombi ausweichen.
Ah, fick doch mein Leben, ey! Oh, schwanzmadende Ficklappen, ey. Ich will den nicht machen. Scheiß auf das Spiel. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Es ist noch nicht so ganz sicher, wie ich die Dingsbums machen soll. Die Fähigkeiten. Und was das perfekte Ausweichen bringt, wenn er mich nach dem zweiten Schlag trifft. Fick doch deine Mama ins Kniewund, ey, du Schwanzmade, ey. Habt ihr Spaß beim Zugucken? Na gut, wir spielen noch auf normal. Ich kann es auch noch Fleisch spielen, in der Hoffnung, dass es nicht ganz so extrem ist. Ich verstehe halt nicht, wie ich den ganzen Kram halt so viel zum Thema Ausweichen und Blocken, das bringt halt nichts, ne? Das Kampfsystem? Die braucht zu lange. Die braucht einfach viel zu lange für viele Sachen. Und da merkt man aber direkt, dass der, dass das Studio hinter dem Spiel mehr auf Optik gelegt hat und nicht auf Kampfgeschehen. Das Ausweichen ist nicht so knackig. Das bedeutet, wenn ich Ausweichen drücke, macht die mehr Bewegung, in der sie noch zu treffen ist, was nicht ganz akkurat ist. Und genauso wie das Blocken. Die braucht viel zu lange, um das Schwert nach oben zu halten. Ich meine, so sieht es zwar geil aus, aber das ist Quatsch. Das muss schneller gehen. Das sind so Anfängerfehler. Da. Adam, bleib zurück!
Vor allem dieses nach oben werfen und dann den Trank nehmen. Auch wieder so ein Ding. Ja, natürlich. Jetzt auf einmal. Ich würde gerne wissen, wie ich mein Waffenrad reinsetzen kann. Okay. Skinsuit. Die Frage ist, was bringt er mir für Werte? Ich habe da noch einen Trank. Weird. Adam, bleib zurück! Komm schon! Oh, leck mich doch! Wie soll denn das gehen? Wenn man Gegner einbaut, für die der Charakter einfach nur nicht bereit ist. Also typisch Koreaner, ey. Weiß nicht, woher das Spiel kommen soll oder wird, aber solche Gegner versauen es dir halt einfach. Adam, bleib zurück.
Ich meine, dass der Blitze hat. Warum? Ich meine... Leck mich doch! Das ist jetzt der Trailer. Heilige Scheiße. Ich glaube nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich das auf normal durchspielen werde, aber ich hab Bock. Als Steelbook. Boah, der Preis mit 80 Euro ist natürlich auch extrem. Jo, ich will es aber als CD in der Dingsbums haben. Boss-Herausforderung wurde freigeschaltet. Jo, war interessant. Aber 80 Euro ist schon echt eine Menge, ne? Für ein Spiel.
Weil ich könnte jetzt mal auf meine Liste setzen, aber dadurch, dass es halt nichts Besonderes gibt für Vorbesteller oder so und dass es halt echt teuer ist für 80 Euro. Ich meine, gut, dafür habe ich 110 bezahlt, aber ich habe ja auch die große, dicke, das große, dicke Ding in der Dingsbums stehen. Obwohl, wie viel habe ich denn für Final Fantasy 15 bezahlt? Naja. Konsolenspeicher ist voll. Fuck. Alter, Final Fantasy Rebirth ist einfach mal 150 GB groß. Guck mal, ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele und meine Konsole ist voll. Oder fast. Ja, 26. ist Release, ne? Ich finde.